Hallo, ich bin die Nike und ich schreibe gerne. Ob Lyrik, Prosa, Gedicht oder einfach nur ein Text, mir ist es egal, wie ihr meine Werke nennt, denn es kommt mir auf den Inhalt und die Worte an, da diese vom ganzen Herzen kommen. Heute trage ich ein Werk vor, in dem es um Gefühle geht. Es geht ums Durchhalten, ums Kämpfen und ums Wiederaufstehen, wenn man fällt. Dieses Werk heißt Sehnsucht und Qual zugleich. Warum, wieso, weshalb? Kleine Worte, große Bedeutung. Fragen, die aus tiefster Seele kommen. Sehnsucht und Qual zugleich. Verzweifelt suchen wir nach Antworten. Antworten, die nicht kommen. Warum, wieso, weshalb? Fragen, die in unseren Köpfen hämmern. Sie beißen sich fest, weil wir nicht vergessen können. Sie sind Sehnsucht und Qual zugleich. Warum, wieso, weshalb? Hoffnung, die aus tiefstem Herzen schreit. Nach Antworten. Antworten, die nicht kommen. Fragen, die uns nicht loslassen. So sehr sie uns auch quälen, sie sind Sehnsucht und Qual zugleich. Warum, wieso, weshalb? Fragen, deren Antworten für uns so wichtig sind. Antworten, die nicht kommen. Warum? Warum auf eine Antwort warten, die die Vergangenheit nicht ändern kann? Wieso? Wieso auf eine Antwort warten, die die Gegenwart nicht ändern kann? Weshalb? Weshalb auf eine Antwort warten, die die Zukunft nicht gestalten kann? Du hast dein Leben selbst in der Hand. Warum? Weil du dich entscheiden kannst, nach vorne zu schauen, auch wenn es schwer fällt. Wieso? Weil du der einzige Mensch bist, der durch sein Handeln und Denken die Gefühle der Vergangenheit nicht vergessen, aber durch neue ersetzen kann, auch wenn es schwer ist. Weshalb? Weil du es verdient hast, eine schöne Zukunft zu haben und du, wenn du den Mut hast, dein Leben selber gestalten kannst, denn es ist dein Leben.